Ich möchte nur mal sagen, dass wo ich gestern übernachtet habe, der hat mir ein Detmolder Bier gegeben. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber... Und ich weiß auch nicht, ob er das Geschenk bekommen hat oder selber drauf geschrieben hat. Da steht, zum Mut antrinken. Auf jeden Fall. Also wenn ich die Wikinger Braut sehe, da brauchst du auf jeden Fall Mut. Naja, erstmal jetzt schön Mittagspause machen und die Aussicht genießen. Ich zeige es euch mal gleich. So. Und vor allem die Ruhe, also bis auf die Autobahn. Aber die können wir auch übertünchen. Es ist einfach wunderschön. Am meisten gefällt mir dieser Riesenberg im Vordergrund. Das ist schon... Also die Zugspitze ist ein Scheißdreck dagegen. So. Ihr könnt mir gerne zugucken beim Essen oder einfach überspringen. Ich werde dann da mal so ein Symbol einfügen, wo man sagen kann, jo, ich will das nicht sehen. Ich überspringe das einfach. Und ja, ich weiß, Rauchen ist ungesund, aber ich werde trotzdem eine Zigarette rauchen. Nur damit ihr schon jetzt Bescheid wisst und gewarnt seid. So, und ich brauche ein Dreibein. Am besten eins, was man überall dran klemmen kann. Für die Feinschmecker unter euch.
wie Deichkind gesagt hat, dicker Bauch. Ich mir jetzt so ein Lungentorpedo oder so eine Terrakete oder wie auch immer man das nennt, eine Zigarette einatme, zeige ich euch nicht, weil ich glaube, die schlechten Seiten sollte man mal außer Acht lassen. Ja, ich weiß, Zensur, oh mein Gott. Nein, ach Quatsch. Ja. Übrigens bin ich sehr unmobil. Ich komme mit meinen Händen nicht mal bis runter zu den Füßen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich dieses Jahr mit Yoga anfangen will. Um einfach mal ein bisschen Mobilität in meinen verhunzten Körper zu bekommen. Ich werde gleich mal meine Mama anrufen und sie fragen, ob man Holunderbeeren, wenn man die heiß macht und so ein bisschen wie ohne Zucker zu Marmelade so ein bisschen rührt, ob man die dann essen kann. Weil wenn das nämlich der Fall ist, dann kann ich mich Brombeeren, Holunderbeeren sammeln und kann die, wenn ich heute irgendwo noch Haferflocken herkriege, in meine Haferflocken machen und habe dann morgen ein schönes Früchtemüsli. Vielleicht kann man Holunderbeeren auch so essen, aber ich glaube, das ging nicht. Weiß ich nicht, mal schauen. Und ich habe viele Äpfelbäume, Einzahl, Apfel, Mehrzahl, Äpfel. Viele Äpfelbäume, Baum. Apfelbäume, egal. Viele Bäume gesehen mit Äpfeln und Birnen und Mirabellen. Ich glaube, ich werde heute mal versuchen, ein bisschen Obst zu ergattern, zu sammeln, zu klauen. So, bis später.